Wir starten die F4, unser Heimspiel. Worum geht es in diesem Video? Erstmal, was ist wichtig in der F4? Zweitens, natürlich wieder ein Prüfungstipp von mir. Dann drittens, erzähle ich dir, welche Prüfungen ich dir zusammengestellt habe. Und im vierten Punkt gibt es zum Abschluss noch einen Prüfungstipp. Legen wir gleich mal los. Was solltest du bei der F4 beachten? Erstmal musst du natürlich einen Überblick haben. Zum Überblick der F4 gibt es ein eigenes Video, das findest du hier. Außerdem sind die Ängste ganz wichtig. Und da besonders, interessanterweise, die soziale Phobie. Da gibt es am meisten Prüfungsfragen zu. Dann die Zwänge sind gar nicht, man denkt so, die Zwänge ist nicht so ein häufiges Thema, aber doch, es ist eine ganze Prüfung letztlich zu den Zwängen. Also schaut euch die Zwänge an. Dazu gibt es dann auch den letzten Prüfungstipp. Die Somatisierungsstörung wird als Krankheitsbild öfter gefragt und die posttraumatische Belastungsstörung. Wenn du noch weitere Tipps zur F4 willst, die gibt es nicht nur hier in dem Video jetzt gleich, sondern auch hier zu finden. Da habe ich eine Playlist gemacht aus allen Videos, die wir zur F4 schon mal erstellt haben. Kommen wir zum ersten Prüfungstipp und zwar die Augsburger Verkehrsbetriebe. Verkehrsverbund Augsburg, VVA. Was hat jetzt der Verkehrsverbund Augsburg mit der F4 zu tun? Es geht um die Phobie. Die Phobie braucht genau diese drei Kriterien, VVA, und zwar Vermeidung, vegetative Symptomatik und Angst vor der konkreten Situation. Das sind die drei Punkte, die du auf jeden Fall erwähnen solltest, wenn du eine Phobie beschreibst. Wenn du lernen willst, wie man am besten Krankheitsbilder beschreibst, komm am besten in den Endspurt, da üben wir das, da strukturieren wir die Krankheitsbilder. Was ist das Wichtige zu jedem Krankheitsbild? Hier findest du den Link zum Endspurt. Welche Prüfungen habe ich dir zusammengestellt? Die erste Prüfung, das ist eine der größten Prüfungen in dieser Konstellation, geht über die Angststörungen. Das heißt, um die Phobien, um die Panikstörung und um die generalisierte Angststörung. Die zweite Prüfung, erstaunlicherweise gibt es eine ganze Prüfung nur zu den Zwängen. Also nicht ganz so eine große Prüfung, aber doch einige Fragen zu den Zwängen. Die dritte Prüfung behandelt zwei Themen, und zwar die somatoformen und die dissoziativen Störungen. Um die beiden voneinander zu unterscheiden, habe ich schon mal ein Video gemacht, das findest du hier. Die vierte Prüfung thematisiert dann die Belastungsstörungen. Da sind erstaunlich wenig Fragen im Verhältnis zu den anderen Kategorien dazu zu finden und alle weiteren Themen aus der F4 bzw. die Unterscheidung von Krankheitsbildern aus der F4. Also vier Prüfungen haben wir. Ihr seht, die F4 ist ziemlich wichtig, nicht nur weil wir sie behandeln dürfen, sondern einfach weil sie auch in der schriftlichen häufig gefragt wird. Und jetzt habe ich noch einen Prüfungstipp für dich für die Zwänge. Und zwar hast du ja vielleicht manchmal den Gedanken, ich werde die Prüfung nicht bestehen. Bist du jetzt zwangsgestört, weil du diesen Gedanken hast? Schauen wir uns die Kriterien für einen Zwangsgedanken nochmal an. Also, erstes Kriterium, es ist dein eigener Gedanke. Oh ja, es ist tatsächlich dein eigener Gedanke. Ich werde die Prüfung nicht bestehen, das hat dir niemand anderes eingegeben. Es ist dein eigener Gedanke. Zweites Kriterium, er ist unsinnig. Das Kriterium trifft auch zu. Es ist natürlich unsinnig. Du wirst die Prüfung bestehen und der Gedanke hilft dir ja auch gar nicht wirklich weiter. Das dritte Kriterium, ist der Gedanke quälend und hast du dich schon dagegen gewehrt? Oh, das dritte Kriterium trifft auch zu. Oh je, ich werde diese Prüfung nicht bestehen. Sagt das jetzt wirklich, dass du zwangserkrankt bist? Boah, zum Glück gibt es noch das vierte Kriterium. Das vierte Kriterium ist nämlich, die Angst tritt bei Unterdrückung des Gedankens auf und nicht, wenn du den Gedanken hast. Hier ist es aber zum Glück umgekehrt. Du hast ja Angst, wenn du diesen Gedanken hast. Und wenn er weg ist, geht die Angst weg. Also bist du doch nicht zwangserkrankt. Es treffen nur die ersten drei Kriterien zu. Also eigener Gedanke, unsinniger Gedanke, quälender und Widerstand gegen den Gedanken. Und das vierte Kriterium, dass die Angst bei der Unterdrückung auftritt, das tritt zum Glück nicht zu. Das heißt, du hast keine Zwangserkrankung. Aber vielleicht hast du jetzt die Kriterien für einen Zwangsgedanken gut am Schirm mit dieser einfachen Analyse von ich werde die Prüfung bestehen. Wir ändern den jetzt einfach mal. Alles Gute und bis bald. Bei jeder Frage gibt es hier rechts unten die Statistik zu der Frage. Da steht zum Beispiel, diese Frage habe ich insgesamt 0-mal richtig und 1-mal falsch beantwortet.
das ist natürlich etwas, das mir helfen kann, wenn ich diese Fragen beantworte. In diesem Fall zum Beispiel, oh, die habe ich das letzte Mal falsch gehabt. Das heißt, ich habe die vielleicht nicht genau genug gelesen oder da ist eine Falle drin. Wenn dich das irritiert und du diese Statistik lieber nicht sehen willst, weil die dir zu viele Informationen gibt und du damit nicht unvoreingenommen üben kannst, kannst du diese Statistik ausblenden. Und zwar, indem du hier oben auf dieses Statistikenfeld klickst, Statistiken zu dieser Frage verstecken. Wenn du da draufklickst, zack, zeigt es das unten schon nicht mehr an und du kannst unvoreingenommen diese Frage beantworten und lösen und trainierst damit optimal.